So. Ja, da geht's bestimmt noch irgendwie anders lang. Kann man nicht irgendwie an den Hebeln ziehen oder so? Haha, da ist auch ein Hebel. Ich bin so hohl. Ich sollte mir echt mal die Umgebung besser angucken. Ne? Noch so ein Viech. Ja, auch gleich eine untote Aschebestie. Ja. Und sonst noch Wünsche. Ah, ey, das kennen wir irgendwoher. Nur dass der schon wieder keine Büste bei sich hat. Super Sache, ey. Super Sache. Wie komme ich bitte schön nach da drüben, ohne zu sterben? Meine Platte, ein wenig weiß. Ich bin drüben. Nein! Ich Depp, ich habe meinen einen Speicherspielstand überschrieben. Na, ist egal. Ich habe ja jetzt den Ordenskrieger. Also ist es nicht schlimm, wenn ich den Ordenskrieger-Spielstand überschrieben habe. So. Ich wette, diese Tür hier hätte man auch irgendwie... Nee, die kriegt man nur so auf. Sehr toll, sehr toll. So, pass auf. Da drüben ist ein Hebel. An den ich jetzt nicht drankomme. Ah, warte mal. Ich lache mich tot, wenn das Ding da hinten jetzt auch auf ist. Ansonsten weiß ich, was ich aufmachen muss. Oder was ich umlegen muss. Ja. Beziehungsweise... Aber die Gitter sind sehr präzise designt. Man trifft, kann direkt an ihnen vorbeischießen. Bei manchen Spielen ist es ja so, dass diese Löcher dann fast irrelevant sind, dass man nur so eine ganz kleine Mitte hat, wo man durchschießen kann. Aber jetzt habe ich wirklich direkt drauf getroffen. Hm? Okay, das war unlogisch, aber... Wollen die mich verarschen? Sehr cool, sehr cool, muss ich sagen. Auch egal. Jetzt muss ich doch ganz im Ernst... Alter Schwede. Nee, ich laufe da jetzt nicht rum. Ich bin noch nicht... Ey, wie sehe ich aus? Wie ein Rumlaufer? Verballer ich lieber zwei Spruchrollen, die kaufe ich mir nachher wieder. Hm.
Was das auch nicht? Junge, wie kriege ich die Tür auf? Verarsch mich nicht, Mann. Habe ich jetzt gar keinen Bock zu. Ich wette, da gibt es wieder irgendeinen blöden Trick, hinter den ich jetzt nicht auf Anhieb hintersteige. Wenn ich ihn gleich rauskriege, dann... Junge. Irgendwas muss es doch geben. Das könnt ihr doch nicht bringen. Ihr könnt mich hier doch nicht so verarschen. Sag mal, Junge, Junge, Junge. Was ist, wenn ich den Hebel wieder umlege? Eigentlich dürfte da nichts passieren. Junge, wie geht diese scheiß Tür auf? Ah, passt auch nicht, ne? Wahrscheinlich bin ich so nah an der Lösung dran. Alter Junge. Irgendwas. Es ist bestimmt wieder irgendwas so total Stumpfes. Ein Hebel. Ist mir klar. Aber gibt's hier sonst noch irgendwas? Alter, hier muss es auch was geben, was ich tun muss. Ey, wie geht dieses scheiß Gitter auf? Verarsch mich nicht. Pass auf. Junge, ich lach mich tot.
Wenn es das jetzt ist, ich glaube es nicht. Aber, nein. Bleib zu. Wäre zu schön gewesen. Ey, das ist irgendwas. Karten. Junge, Mann. Junge, Junge. Ich hab's gerade gesehen. Ja. Ich hätte vielleicht doch eher mal auf die Karte gucken sollen. Hier ist nämlich ein hübscher kleiner Eingang. Ja, ich kriege echt zu viel. Zum Ausrasten sowas. Ach ja, weil war wieder so was total Simples. Bin ich wahrscheinlich schon 10-mal vorgelaufen vor dieses Loch. Hab's nicht gefunden. Da wird wahrscheinlich der ein oder andere Zuschauer denken, da ist doch ein Loch, da kannst du durch. Alter Schwede. Was eine Scheiße. So. Mal sehen, was hier für ein Viech auf mich wartet, was sterben will. Junge, willst du mich verarschen oder so? Da ist es, das heilige Titanenschild. Ah, haben sie cool gemacht. Muss ich sagen, haben sie cool gemacht. Haben sie echt gut gemacht. So. Wir heilen uns dann. Warum höre ich immer noch dieses hässliche Grunzen von diesen Drecksviechern? Kann ich das Schild schon anlegen? Ohne Ursigors Rüstung geht das nicht. Oh. Da ist doch das Glattes. Hier ist noch so ein Hohepriester drin, ey. Ich meine, das ist glatt die Tür zu wieder. Das habe ich mich gerade geheilt. Wie stumpf ist das? Was hat das denn bitte schön jetzt gebracht, ey? Alter Schwede. Wo ist mein Mondstein-Banditenlager?